Die NextVision GmbH hat gemeinsam mit der Hochschule Weserbergland ein Förderprojekt gewonnen, das vom Bundesministerium für Wirtschaft mit 500.000 Euro unterstützt wird. Das ist ein Erfolg, der sich bereits vor einem Jahr entwickelt hat. Ich bin damals in das Büro von Professor Langer gegangen, um ihm eine Kooperation mit der NextVision GmbH anzubieten. Professor Langer war als Präsident auch gleich Feuer und Flamme, um den Bereich Forschung und Entwicklung bei der Hochschule weiter auszubauen. Wir haben dann zunächst mit Professor Meyer zusammengesessen, der sympathische Dekan des Bereiches Wirtschaft. Haben aber schnell gemerkt, dass wir doch eher im Bereich Informatik gut aufgehoben sind, da wir mit dem technologischen Schwerpunkt künstliche Intelligenz, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, doch eher informatiklastig sein werden. Professor Stedler hat uns auch sehr schnell recht gegeben, war auch von Anfang an begeistert. Wir haben uns dann gemeinsam zusammengetan, haben einen Antrag gestellt und doch sehr schnell, in sehr kurzer Zeit, im letzten November den Zuschlag bekommen. Also hat uns auch der Projektträger, die AIF, für die Forschungskooperation, durchaus zugestanden, dass die Idee gut ist, dass sie innovativ ist, aber auch, dass sie mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Das Risiko ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben natürlich mit diesem Projekt nicht nur Chancen für die NextVision und für die Hochschule, sondern für das Weserbergland und für die Region. Wir wollen eigentlich mit einer Signalwirkung aus diesem Projekt herausgehen, andere Unternehmer dazu animieren und gewinnen, mit der Hochschule zu kooperieren, innovative Dinge auf den Weg zu bringen, zu entwickeln, jetzt nicht nur im Bereich Software, sondern auch im Bereich der Produktion oder auch in anderen Branchen. Die Hochschule ist ja doch mit seinen Studiengängen da recht breit gefächert. Weiterhin ist es wichtig natürlich, dass wir Arbeitsplätze schaffen wollen. Wichtig ist uns auch eine Kultur des Aufbruchs und dieses Niedergangs. Viele Unternehmen sind aus Hameln weggegangen. Wir haben das in den letzten Monaten stark verfolgen können. Sehr viele Leerstände, entweder sind Unternehmen geschlossen worden oder Großunternehmen haben den Standort Hameln nicht mehr zugetraut. Dem wollen wir eigentlich entgegenwirken. Wir sitzen im Standort Stadt Hessisch-Oldendorf mit einer sehr guten regionalen Anbindung, auch über die A2. Wir haben durchaus für unsere Technologiegröße eine gute Infrastruktur, wenn man mal von der Breitbandversorgung ein bisschen absieht. Da haben uns aber sowohl Gemeinde als auch Landkreis zugesagt, dass wir mit dem Wachstum auch das Wachstum der Infrastruktur gemeinsam vorantreiben können, was wir auch unbedingt brauchen. Wir werden dann schauen, dass wir Fachkräfte, junge Familien animieren können, auch ins Weserbergland zu kommen. Mit der Hochschule haben wir hier eine Perle, die zwar noch recht jung ist, aber die schon viel erreicht hat in den letzten Jahren und auch dazu beitragen wird, dass der Wirtschaftsstandort Hameln-Pyrmont weiter ausgebaut wird. Nun ist die Frage, was tun wir dazu? Was machen wir eigentlich in unserem Förderprojekt? Ich hatte kurz schon erwähnt, künstliche Intelligenz ist unser Fokus. Wir wollen die Computer intelligenter machen. Der Computer an sich ist ja immer nur so schlau wie derjenige, der ihn programmiert oder derjenige, der ihm die Befehle gibt, der davor sitzt. Das wollen wir eigentlich umdrehen. Wir wollen es schaffen, dass der Computer selbst Vorschläge macht, dem Anwender Dinge abnimmt, Routinetätigkeiten abnimmt. Beispielsweise, wenn man eine andere Branche nimmt, Automobilindustrie, dort ist es so, dass das Automobil aus dem Verhalten des Fahrers lernt, auch aus den Werten der Instrumente und dadurch gewisse Dinge schon einmal vorschlagen kann oder halt auch, sei es Spritverbrauch, sei es Navigation, bestimmte Dinge von selbst ausführen kann. Und genau dies wollen wir eigentlich beim Computer auf den Weg bringen. Wenn man so einen normalen Anwender sieht, beispielsweise mal Controller oder Vertriebsleiter, die sich einem bestimmten Thema mit einem bestimmten Inhalt widmen, die möchten halt nicht immer wieder dieselben Informationen raussuchen, sondern möchten das System einfach lernen lassen. Lernen lassen aus dem, was sie täglich machen, ihm Vorschläge erarbeiten, welche Daten vielleicht relevant sind, die miteinander verglichen werden können, um ihm das Leben zu vereinfachen und ihm auch die Tätigkeiten abzunehmen, die er nicht immer wieder machen muss. Großunternehmen wie eine IBM, eine SAP oder Microsoft forschen ja schon seit einiger Zeit am Thema
Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Wir selbst sind in der Branche Business Intelligence tätig und genau diese Themen wollen wir eigentlich zusammenbringen. Wobei wir glauben, dass die großen Unternehmen zwar auch mit ihren Forschungsabteilungen gute Fortschritte machen, aber als kleines Technologieunternehmen sind wir einfach flexibler und können viel schneller agieren, schneller Trends aufnehmen. Auch die Hochschule Weserbergland zeichnet sich nicht nur durch einen hohen Sympathiefaktor aus, sondern auch durch helle Köpfe. Wir haben gestern schon im Kickoff-Meeting zusammengesessen und haben auch dort schon den Weg, den Projektplan nochmal gemeinsam besprochen. Wir wollen eine ganze Menge auf den Weg bringen. In 2 Jahren des Forschungsprojektes wollen wir einen ersten Prototyp entwickeln, den wir auf der CeBIT 2014 auch zeigen werden, um mal hineinzuschnuppern, wie könnte sowas letztendlich aussehen. Und in 3 bis 5 Jahren wollen wir mit einem wettbewerbsfähigen Produkt am Markt präsent sein. Wir werden natürlich weiter wachsen. Wir werden dieses Jahr 3 bis 4 weitere Mitarbeiter einstellen, im nächsten Jahr auch. Von Unternehmensgröße aktuell 12 werden wir also konstant die nächsten Jahre nach vorne bringen. Und auch die Hochschule wird weiter wachsen. Auch die Studiengänge werden sich erweitern. Es werden also einige spannende Dinge in der nächsten Zeit auf uns zukommen und wir werden Sie dabei auch gerne auf dem Laufenden halten.